Hallo, da sind wir wieder, Pippo und Gitte. Wir sind jetzt hier, naja, bei allen möglichen bösen und unbösen Sachen, Leuten und Staaten und noch was weiß ich hier. Oh, siehst du, jetzt ist er wieder da. Der hatte sich doch verabschiedet. Ja, das stimmt, das war der. Genau. Ja. Und jetzt ist er plötzlich wieder da, da stimmt was nicht. Aha. Die kann man aktivieren? Was machen die dann? Wenn man die aktiviert, dann machen wir das, was der gemacht hat, stimmt? Wir hauen ab. Die drehen sich einfach um. Ja, man kann sie nicht. Mal gucken, was dann passiert. Hallo, Dudi. Hey, und jetzt? Oh. Oh, ah, guck mal. Rätsel. Außer das Rätsel von Stahl. Wow. Da hatte ich doch Schweine. Ja. Ich habe die nur umgedreht und der stand schon so. Den habe ich einmal gedreht und schon ist die Kiste erschienen. No. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Das gehört uns nicht. Ein Lammbogen. Schön. Oh, sehr schön. Sehr schön. Na. Dann nehmen wir mal mit. Und dann gucken wir, wie er was brauchen kann. Ne? Also, Waffen. Langbogen. Aha. Den könnte der Ranger tragen, aber der hat ja schon einen. Und den kann der was ist da drin? Baba tragen. Meinst du? Muss ihn besser, wenn man es jemandem geben, der. Hier, da kannst du ja sehen, wer was tragen kann. Mhm. Hier, der Ranger kann ihn tragen und der Barbar kann ihn tragen. Mhm. Und da der Ranger schon einen hat, habe ich ihn natürlich dem Barbar gegeben. Das Kampfstirnband ist auch für den Barbar. Na gut. Zwar kein Schutz, aber eins Mut, damit kommt er ein bisschen schneller dran. So, dann haben wir Räuberarmschienen, die sind für den Dieb. Der hat noch keine, dann brauchen wir gar nicht vergleichen. Ein Schutz und Trefferchance plus eins. Und die Elfenstiefelchen sind für das Elfchen. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Ja. Na du? Sowas. Die sind sogar genial. Ja. Auch kein Schutz, aber Ausdauer. Verhindert nicht, im Träumen ist zu lang. Und dann haben wir ein Kriegsgeschirr, das kann keiner von uns tragen. Nein, woher weißt du das? Ja, hier unten siehst du doch. Ach so, da unten sieht man das. Ja, hier, da siehst du, die Stiefelchen, die passen nur der Elfin. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Ein süßes Stirnband. Ja. Ha? Zucker. Hier siehst du auch, du siehst hier immer, wer es tragen kann. Barbarensprichwort, der Fußgeruch wird interessant. Wenn der Regen fällt, sind deine Füße nass. Na gut. Ja, und hier kannst du die Eigenschaften sehen. So, dann können wir hier erstmal nichts mit anfangen. Haben wir hier noch was? Ledergürtel. Ja, einen Ledergürtel. Können alle tragen. Das stimmt. Er hat einen, sie hat einen. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Wir haben die Bomben. Armen werden also ärmer. Werden wir. Ach, der Dieb hat schon einen. Ich glaube, die meisten haben schon so einen Ledergürtel. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie alle haben. Nee, 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 nee. Was? Die Paladiner. Paladiner, die werden wir nicht mehr. Nicht die Tränke miteinander mischen, sonst. Boom. Aber die Magierin, der ziehen wir den Gürtel mal an. Die hat ja keine. Oh, das ist sogar ein Zweier. Na gut. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss.
Dann machen wir das mal anders und setzen hier noch eine Bombe mit rein. Wow. So. Vorsichtig mit meinen Büchern. Ja, ja, ist ja gut. Und du kriegst den Gürtel. So. Ach so. Und die eine, die da hinten ist, ist die Paladina, die mit dem Kreuz. Die? Die kommt nicht mit, oder was? Das ist doch die, die uns angeheuert hat, den Zwerg zu vernichten. Ach, die hat uns angeheuert, die. Und das ist garantiert unser Zwerg. Bestimmt. Wenn er überall Gold und Bier klaut. Ja, dann kann das nur, kann nur unserer sein. Oh mein Gott, da müssen so, wir uns erschienen. Und ihr, gehen wir mal 2 auf Beweglichkeit, 1 auf Verfassung. So. Und noch 1 auf Beweglichkeit. Mhm. Gut. So, jetzt aber. Weiter geht's. Tatsächlich 7 Leute. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Was ist das denn, das Grüne? Das ist doch der Unbesiegbare. Nein, nicht der da liegt. Da unten ist diese komische Maschine mit dem Grün. Ist das Spinat? Das hier, ja, das ist irgend so eine Gift, Giftquelle oder sowas. Mhm. Ja, jetzt sind wir hier einmal rundum. Na gut, dann gehen wir hier rüber. Da ist ja der... Ah, das ist der böse Zwerg. Böse Zwerg. Ja, Zwerge sind schön. Wir gucken sowieso schon nach Süden, dann müssen wir nur nach links abbiegen. Sehr schön. Na, die Teppiche sehen aber auch nicht mehr so gut aus. Die sind schon leicht angefressen. Hier lang. Hier gibt es auch nicht mehr Zwerge als Butter auf Ästen. Oh, bedeutet das, dass Butter auf Bäumen wächst? Wir locken ihn an. Wir müssen hier nur etwas Gold und Bier ablegen. Was? Gold und Bier. Aha. Na dann. Ja, das ist ein guter Köder. Für einen Zwerg, hä? Mhm. Gold und Bier, da kann er doch nicht widerstehen. Gut, jetzt warten wir. Macht eure Waffen und Zaubersprüche bereit. La 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 la. Upsi, upsi. La 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 la. Die Axt, die zurückschlägt. Durandil. Da 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 du 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 du. Hey, wer es findet, darf es behalten. So. Mhm. Wer hat das gesagt? Akaladuktuk, Freundo. Genau, Kumpel. Das ist dein Zwilling. Aber in Gespensterform. Hey, ihr Bastard! Ha? Ihr habt mich im Stich gelassen! Habt mich wie eine Fliege in einem Jackerkaufen zum Sterben zurückgelassen! Wovon redet er da? Keine Ahnung. Er sieht tot aus. Vielleicht kommt das vom Amulett. Betrug. Eines Feiglings würdig. Betrug ist der bessere Teil der Tapferkeit. Das zahle ich dir heim. Ich werde dir die Eingeweide mit einer Austerngabel herausreißen. Genug geredet. Erledigen wir ihn. Meine Vergeltung wartet schon. Oh, der hat Verstärkung mitgebracht. Jetzt sind es plötzlich 7 Zwerge und alle stinken. Der Erste, der mich Schneewittchen nennt, kriegt sofort eine geknallt. Wer sagt das? Die Paladine? Ja, die Paladina. Ja. So, ich muss mal gucken. Das ist ein böser Armbrustzwerg. Na, der muss natürlich dann schnell weg. Das könnte der Barbar übernehmen. Ja, der müsste aber nur eben halt, da ist eine Kiste davor. Ne? Weiß ich, wie er die... Ja, ja. Das... Dann müssten wir, na, benimm dich,
Da müsste das der Oger übernehmen. Der muss nämlich nur einmal drauf haben. Aha. Mal gut. So. Ja, den Zwerg haben wir nicht. Der Ranger ist da. Der Barbar kann sich nach vorne stellen. Böser Zwerg. Boah, die sehen wirklich richtig böse aus. Ja. Boah, das sind so viele. Böser Zwerg und ein böser Armbrustzwerg. Den mag ich gar nicht. Sollten wir mal zuerst alle. Das heißt, die Elfin. Ist da unten auch ein Zwerg? Oh, hier rechts meinst du? Nee, das ist nur eine Wache. Nee, rechts ist nichts. Nur so eine Wache. Zum Glück. Also, oder noch nicht. Eine Wache ist, weiß ich auch nicht. Aber hier ist einer und da ist einer. Wobei das wohl ein Nahkämpfer ist, aber der muss schneller weg. Ja. Der hat eine Armbrust und der. Da ist der andere. Noch einer. Ja. Na gut, was machen wir? Ja. Wir sind ein bisschen zu wenig, aber er könnte sich da hinstellen und dann kann er erstmal auf den hier schießen. Ja. Und der Barbar. Ja. Okay, na dann, mir fällt nichts weiter ein, wie ich die hinstellen sollte. Die Paladine steht. Naja, guck mal, die beiden Zwerge da oben, die werden wahrscheinlich kommen, weil die haben ja eigentlich nur ja, hier, und, der hier kommt, der hier kommt und genau. Die hier kommen auch. Genau. Und der hier, der schießt. Ja. Und der hier schießt. Was die anderen können, wissen wir ja noch nicht. Das wissen wir noch nicht, so ist es. So. Komm, steht hier. Ausrufezeichen. Ja. Und die Dünner müssen hier hinten bleiben. So. Probieren wir es mal. Manche sehen, ob wir eine auf die Nuss kriegen. Aha. Random ihr Einflussleiste. Aha. Aha. Steht ihr Gehalt? Die füllt sich dank unglücklicher Aktionen oder Misserfolge. Je mehr Pech die Charaktere haben, desto mehr füllt sich die Anzeige. Und die schaltet 4 Stufen frei, die man nutzen kann. Mhm. Und wenn die Anzeige voll ist, kann man entweder die letzte Stufe oder mehrmals die Fähigkeit der ersten Stufe verwenden. Aha. Und die Anzeige bleibt und leert sich nicht zwischen den Kämpfen. Na gut, ja, das ist sie. Und die ist noch leer. Na gut, dann werden wir möglichst viel Pfusch machen. Ich guck nur zu. So, also, erstmal Verteidigung, parieren und ausweichen stärken. Haltet eure Position! Wow. Na gut. Runde fertig. Er muss ja nicht irgendwo hinlaufen. Nee. Ah, das ist er. Ah, sind wir frech? Er kann ja hier beide attackieren. Mhm. Genau. Probieren wir es mal. Ja, natürlich. Ist ja weil der muss weg, der Schießer. So, das ist die Paladina. Warum hat die keinen Bogen? Weiß ich nicht. Und was hat die? Du hast ja keinen Bogen gegeben, die hat ein Schwert und ein Schild. Also, sie kann das Ziel betäuben. Paradebonus.
Und Schutz aller Verbündeten im Wirkungsbereich. Wie groß ist der Wirkungsbereich? Ja, der ist ja schon weg. Unser Freund da vorne. Ja, das ist... Nee. Nee. Das könnte vielleicht noch brauchen, aber im Augenblick... Im Augenblick eher nicht. Ja. Können wir hier hin. Ihr werdet es bereuen, je hier runtergekommen zu sein. So. Ja, der eine muss rumlaufen und ihn dahinter, der schießen will. Den muss er ab. Oh ja, er hat sich schon mal einen Weg frei gemacht. Ja. Gut so. Kann er nicht weiter? Doch, er kann. Hau. Ja, jetzt kann er nicht. Er hat ja schon er nicht gehauen. Mehr. Ist schon klar. So, aber sie kann. Hat auf jeden Fall wehgetan. Das ist ja gut. Okay, du bleibst erstmal. Ja. Wenigstens hier. Mit ein bisschen Seitendeckung. So, der Dieb. Geht mal hier rüber. Na, der ist kommt, das ist ein Zwerg, vergiss es nicht. Und er haut sie jetzt. Yeah. Ja, es tut weh. So. Das Elfchen. Einen Punkt hat leider. Er noch. Einen. Ich kann sowieso mal die Balken wieder einblenden. Ja. Naja, ich würde sagen, ich lasse erst mal hier stehen, bis der hier weg ist. Okay. Ende. So. Aua. Oh. Na gut, aber okay. Jetzt haut der den hier. Und der ist ja wirklich. Der kann einen Leid tun, ja. Weil der hat ja die beiden. Der braucht auf jeden Fall 152. Jetzt sind erstmal die ganzen Restzwerge dran. Ey, was ja, bist du denn für einer? Gut. Die Zwerge sind. Da ist ja noch ein Schießer. Hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Ich fürchte, unser Ding hat hier Probleme, unser Baba. So, jetzt muss er sich mal überlegen, wo er jetzt hingeht. Ja. Eigentlich muss er jetzt dem in den Rücken fallen, der sich an unseren Barbaren ranmacht. Ja. Wobei natürlich darf man nicht vergessen, oben noch einer steht. Aber trotzdem, man kann nicht überringen, der soll ja hier also. Irgendwie. Ein bisschen erlöst werden von diesem Typen. Was heißt, der muss weg. Das hat weh. Naja, so weh war das auch wieder nicht. So. Mach's ordentlich. Naja, der muss eigentlich den weghauen, der schon noch so klein, der jetzt so klein ist. Hat er nicht eine, geschafft. Der Schießer ist weg. Das ach, der ist ganz war schon nein, mal ist der ist Hauptzweck. Weg. Ist Gott sei Dank umgefallen, ja. Ja. So, was kann er noch machen? Naja, kann er einer nicht er hauen. Er kann schon mal hier hingehen. Warum? Dann haut er doch garantiert auf ihn ein, oder? Nö. Nein. Gut.
Ja, wenn er einen Schritt weiter gegangen wäre. Ah, ja. So okay. Wie hier. Ja? Mhm. Dann. So, wir müssen uns jetzt aber hier, die Paladina. Die Paladina. Muss ja, sie hat ja den so, das habe ich nicht so richtig verstanden hier. Der Hammer der Gerechtigkeit. Und betäubt, ja. Wenn das Ziel betäubt ist, ist immer gut. Jawohl, guter Hammer. Oh, da steht jetzt einer in der Mitte, der jetzt schießen könnte. Der Ranger könnte den vielleicht jetzt noch abballern. Ja, der kommt ja nicht dran jetzt. Der Ranger kommt erst am Anfang der nächsten Runde dran. Der ist, war diese Runde ja schon dran. Mhm. Jetzt ist die Paladina dran. Jetzt kommt noch erst mal. Der böse Zwerg hier, der hier. Mhm. Und dann kommt der Ogre und die Zauberin. Ach, da oben ist ja die Ding hier. Da oben ja, siehst du danke. Ja die Reihenfolge. Ja, wie schön. Na toll. So, so hier unten ist mal noch so ein blöder Zwerg. Wer kann den abmurksen? Der kommt bald dran. Ja, sie kann ja nichts mehr machen. Nein, sie kann nichts mehr machen. Sie ist fertig. So, und das kommt. Jetzt kommt er hier. Jetzt kommt er und der geht auf den Ranger. Nein. So, ja. Ja, er kann ja nur den umhauen. Ja, macht das. Er muss weg. Er hat eine Waffe. So. Eng. Ja. Jawohl, ja. Tut uns gar nicht leid. Und jetzt musst du der Kleinen hier helfen. Nein. Kann nicht mehr viel. Nicht mal. Kann nicht mehr weit laufen. Nee. Kommt nur mal bis hier. Na, ist ja auch gut. So, das sind schon mal zwei Schützen weg und ein Schütze ist noch da. So, haben wir hier irgendwo irgendwelche Ansammlungen? Wo sind wir haben hier zwei Zwerge hin? Und der Barbar steht immer noch in der Mitte. Hier ist einer. Der Barbar hat... Hm? Das ist genau. Aber jetzt schlecht. Ja. Ja. Sag ich doch. Wir haben hier vorne ja auch einen. Das war keine so gute Aktion da. Ja, ich sage ja, ich bin ein Anti-Genie, ein taktisches. Ach nee, du kannst ja schon, musst dich nur wieder dran gewöhnen, wir haben Schlangen nicht mehr gespielt. Dann. So, was macht die Magierin? Den hier, mal sehen, wie weit kommt sie denn überhaupt? Ja, sie können nur einen von den beiden erreichen. Also macht sie am besten den hier weg. Jo. Jo. Schön, jawohl. Gut weggeputzt. Und dann würde ich sagen, geht sie mal dahin. Naja, weil weiter kommt sie ja nicht. Ja, hier ist auch noch jemand, der da oben helfen muss. Ne? Ja, jetzt ist der Dieb dran. Genau. Den erreicht er leider nicht mehr. Ich hätte mich auch gern hinter den hier gestellt, aber dann hätte er nämlich meucheln gekonnt, oder? Der Tod schlägt völlig lautlos. Von hinten ist auf jeden Fall schön. Au. Oh ja, der Barbar hat... Da hat er aber gut was abgekriegt jetzt. Angriff von hinten. Hat ihn aber verpasst zum Glück. Schweinehund. Hat ihn verpasst. Mistbacke. Oh. So, die Elfin. Die muss da oben helfen. Die schießt, ja? Ja, ja. Dann soll sie auf den schießen. Auf den Dach, genau. Ich meine, der lebt. Nein, guck mal, zwei Lebenspunkte hat er noch. So. Ja, der Ogre, da kann sie den hier von hinten und den anderen auch. So. Mann, den vergesse ich immer, diesen versteckten Schützen da hinten. Verpasst. So. Der kann jetzt. Ja, ist zwar blöd, aber er muss weg. Ja, wer muss weg?
Na, der hier, der böse Zwerg. Und der andere Zwerg, der da vor oder dem Tisch. Er kümmert sich um den. Ja. War den einen aber im Nacken. Vergiss nicht, der würde ihn hauen, wenn er sich um. Wenn er abhaut. Nö. Würde doch. Der, natürlich ja, würde er ihn hauen. Mann, er kann sowieso. Darf ich doch? Ja. Ja. Ja, er kann hier hin. Was, er soll abhauen? Nee. Nee, er kann nicht. Nee, er soll aber auf jeden Fall er kriegt nicht. Kriegt ja. In jeden Fall eine geballert. Ja, da soll er doch wieder schießen. Er kann nur stehen bleiben. Und schießen. Und eine. Nee, schießen kann er nicht, wenn einer neben ihm steht. Aber er steht. Hat doch ein Schwert. Also. Ja, eben. Habe ich ja gemacht. So. Gut gemacht. Mehr kann er nicht machen. Nee. Mehr ist nicht drin. So, hier ist auch jemand, der bedroht wird. Ja. Und hier unten ist auch noch jemand, der noch helfen könnte. Für unsere Reise. Ja. Na gut, hau den weg. Ja, er haut den jetzt weg, aber der haut ihn dann. Aber ich mach ihn. Ich will. So. Ja, da ist noch ein Zwerg vor ihm. Ja, das geht nicht. Das ginge, aber davon hat er nichts. Na, lass ihn da lieber stehen. Und wir haben ja, ja. Hier noch jemanden, der ja, ist ja. Da noch. Genau. Mit den 43 Punkten. So. Na, die hat auch keinen Bogen, da macht das keinen Sinn. Trotzdem sollte sie. Da hinten ist ja einer von uns. Hä? Ach nee, ist einer, das ist das der. Das ist Scheiß. Der letzte. Entschuldigung, ist der blöde Zwerg. Ja, da muss sie auch schießen, oder? Kann sie schießen? Schießt sie eigentlich? Oder nein, sie hat keinen Bogen, oder? Oh, das ist blöd, sie hat weder Bogen noch Armbrust. Naja. Barukasa! Es tut weh. Mist und lass das. Oh, warte, jetzt kommt der Oger. Oh, der macht Bums. Oh nein! So. Gut getroffen, Freund. Gut jawohl. Getroffen. So. Der arme Barbar muss immer nach Hause. Aber er hat jetzt den einen. Geht nicht. Na, no. Es geht. So. Aber jetzt. Aha. Hä? Was heißt es? Aber jetzt. Na los. Ja. Ja, sie ist ja ein Stück gelaufen, deswegen musste ich den Bogen erst wieder neu auswählen. Oh nee, doch nicht daneben schießen, Mensch. Muss das der arme Dieb wieder ausbaden, Mensch. Nein, Baba was meint ihr denn für mich? Baba ihn hauen jetzt noch. Immer einen Punkt übrig lassen. Der Baba ist gleich hin. Ja. Absolute Meisterleistung. Die klauen uns die ganzen Aktionspunkte mit ihrem 1 und 2 Restpunkten. Oh, Scheiße. Ja, der hat die ganze Zeit über Sterben. Ist er. Ja. Kann ihn jemand heilen oder wie? Ja, das sollte man langsam dringlich machen. Ja, sollte man wirklich tun. Ah, die Paladiner ist stabil. So, Erste Hilfe wolltest du machen. Wer kann das machen? Hä? Hier stand erste Hilfe. Der Ranger, ja, aber der. Aber der? Muss erst mal hin. Ist klar. Das war mir schon klar. Der kann nämlich nur aus der Nähe heilen. Ja. So, er hat keinen Gürtel, er kann sich nicht selber heilen.
Kriegt ihr auch mal einen Gürtel? Gibt es auch einen Gürtel für einen Barbaren? Davon gehe ich aus. So, der andere, der neben ihm ist, wer ist das nochmal? Der könnte auch heilen, oder? Oder kann gar nichts mehr machen im Augenblick? Der Dieb könnte ihn auch heilen, ja. Der Barbar verteidigt sich jetzt erstmal. Ja, ist im Augenblick ja kein. Der gräbt sich erstmal ein. So. Das muss sie. Und die Paladina, die haut dem mal eins. 80%. Ja. Oh nein. Reicht. Fertig. Sieg, sei ein harter Kämpfer, Sieg, aber naja. Die Stufe der Elfin ist gestiegen. Schön. Die Stufe des Diebes ist gestiegen. Abgenutzter Segeltuchgürtel. Naja. Armbrust, wow. Fang her, Herzsucher. Der ist gut, das gute Arm. Nicht schlecht. Jawohl. Nee, wir sind ja hier in der Kneipe, wir gehen zum Wirt und lassen rasten. Uns halten. Tja, Glückwunsch, ihr Dummköpfe. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Hätte nicht gedacht, dass ihr nützlich wäret. Dachte, ich würde euch nur als Fleischschilde benutzen. Hey, das ist gemein. Wir hätten verletzt werden können. Ja eben, die ist ja nicht schlimm, die Paladine. Was für ein geschissenes Durcheinander. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist ja wie die Wanderung durch eine Trollatrine. Ich bin ganz schön durch den Mangel gedreht worden. Durch die Zerstörung dieser Scheußlichkeiten müssen wir den Fluch gebrochen haben. Das lehrt euch, niemals Amulette zu berühren. Seht ihr? Ich habe euch keinen Mist erzählt. Ich muss zugeben, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Möchtest du dich uns vielleicht anschließen? Wir suchen nach einer verfluchten Statuette. Nicht jetzt. Ich muss mir das Kopfgeld holen. Ich finde euch, sobald ich das Gold habe. Dann sprechen wir über eure Statuette. Geht in der Zwischenzeit ins VIP-Zimmer der Taverne. Da gibt's immer jede Menge Zauberer und Geldsäcke. Zauberer? Glaubst du, die könnten uns Informationen geben? Fragen kostet nichts, oder? Im schlimmsten Fall reden sie nicht und ihr lasst ihre Köpfe auf die Tischplatte knallen. Los, tschüss, ihr Deppen. Bis bald mit der Kohle. Das ist ganz schön frech. Ja, Paladina. Also ich hätte vom Paladin irgendwie noch was anderes. Hoffentlich vergisst sie mich nicht. Uns. Ich glaube, sie wird ihr Wort halten. Paladine dürfen keinen Eid brechen, besonders wenn sie der Gerechtigkeit dienen. Was für ein schreckliches Leben. Wie schaffen sie es nur, ihrem Wort treu zu bleiben? Ja. Möchtest du dazu etwas sagen? Vielleicht später. Ehrenwort. Seht mal, das Amulett liegt noch auf dem Boden. Lasst uns in das VIP-Zimmer gehen. Vielleicht gibt es da Dichter und Musiker. Und anständiges Bier. Vielleicht können wir sie ausplündern. Wir werden sehen. Aber versucht euch unauffällig zu verhalten. Sind alle hier? Wir ziehen weiter. Ah, das gefällt mir. Von was hat er gesprochen? Amulett hier. Was ist das? Ja, der Nächste. Ist er tot? Der Dieb konnte nicht widerstehen. Jetzt ist der Dieb weg. Der Zwerg ist wieder da, der Dieb ist weg. Aha, und was betrete das VIP-Zimmer, heißt der neue Quest. Und da meinst du, dass wir den Dieb jemals wiedersehen werden? Hoffentlich. So, wer hat jetzt neue Levels gekriegt? Das Elfchen hat einen neuen Level gekriegt. Und der Dieb, aber der ist weg. Und der Dieb, taucht er dann nochmal irgendwann auf wieder, oder? Ja. Na, wie der Ding, wie der Zwerg. Ach so. Gleiche Prozedur wie gehabt. Mhm. Also aktive Fähigkeiten? Also, gucken wir mal. Beweglichkeit ist immer und für alle, würde ich vermuten. Sehr wichtig. Weil, erhöht den Score vom Ausweichen und 2 pro Punkt Beweglichkeit. Ja. Ist es ein Vorschlag, wenn Sie ja Beweglichkeit und Mut. Davon gehe ich aus, okay. Ich gehe jetzt erstmal auf die Beweglichkeit. Ein Punkt auf jeden Fall. Und Mut würde Sie auch brauchen. Auf jeden Fall. Und was bringt der Mut? Bringt physischen und magischen Widerstand. Ich kann sie gut brauchen. Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, erstmal auf Präzision zum Treffen und Ausweichen. Ja. Damit sind wir im Moment besser bedient, würde ich sagen. Aha. Gut. So. Ach, ein magisches Küssen, dass das Ziel aus der Ferne heilen hat. Das ist natürlich top. Ja, so ist es gut. Ich werde immer besser. Damit. Wichtig.
Ah, Bogenangriffe, 5 in Präzision, na klar. Was hätten wir hier noch? Neben dem Zwerg 5 Einschlag. Neben dem Ranger 3 Mut. Ah ja, das ist auch nicht verkehrt. Aber jetzt nehmen wir erstmal den hier. Super, wie wäre es mit einer Umarmung? Aber gern. Ja, sonst haben wir keinen. Es war nur die Elfin, waren das nicht zwei, die was kriegen? Ja, der Dieb, aber der ist ja weg. Ach ja, stimmt, der Dieb ist ja ab, aber ist ja nicht der, hier. Ist ja der konnte sich ja nicht zurückhalten und musste das Amulett anfassen. So. Herr Oger, einmal öffnen, bitte. Ach, er kann das doch noch gar nicht. Klopf stärker! Ja. Klopf stärker! Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Ja, wir gehen auch im Kreis. Wir sind hier rum und hier hoch und dann wieder hier rüber und jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir erstmal da lang. Genau. Wir wollten ja auch in die Taverne. Okay, wir müssen Richtung Osten. Ist was? Ja, das. Ach. Es ist gar nicht so einfach. Weil mir der Kompass fehlt. Der müsste sich doch mitdrehen, wenn wir uns drehen. Ja, ja. Das macht die Sache ganz. Es schwert das Ganze ein bisschen. Ja, und wenn sich der Kompass mitdreht, ist das auch bescheuert. Aber das ist richtig, ja. Der Herr Rumpf. Wer bist du denn? Hey, seht mal den Spinner da. Ich würde sagen, dass er und ich professionell analog sind. Analog? Ist das ein Fremdwort für Hintern? Nein. Du denkst wohl an... Ich bin kein Ranger. Ich bin ein Vagabund. Und ist das nicht das Gleiche? Ganz und gar nicht. Vagabunde sind echte Abenteurer. Das aber kräftig. Nun ja, wir suchen die Statuette von Gladulfura. Wir hocken hier nicht herum und ziehen wie die Bekloppten an der Pfeife. Zu diesem Thema habe ich keine Informationen. Und eure Art und Weise, mit Fremden umzugehen, ist befremdlich. Befremdlich mit Fremden zu sein, ist doch logisch, oder? Genau. Da kann man nicht. Fragezeichen. Sind das die Leute mit den Punkten, welche mit denen man reden kann? Ja. Ja, aber... Moment, ich will den Wirt finden. Ja, ist gut. Du musst jetzt auf ein Ding hier gehen. Da. Die Theke, da ist er. Ja, sagst du so einfach. Einmal ausruhen, bitte. So. Ja, alle, die die Punkte drüber haben, mit den Kameraden. Was? Riech ich nach Schwein? Kauf mir einen Drink, um den Geruch wegzuspülen. Ja, ich hab mit denen. Vergessen Sie es, Sie sind voll stramm. Mit denen muss man nicht. Leck mich, du blöder Bastard. Selber. Die Dörflerin ist noch nicht besoffen, oder? Man, die ist für Weicheier, Schlägereien für Idioten. Du bist nicht gut und Priester und so weiter und so fort. Die Sultane macht mich fett. Was? Ja. Ess einfach weniger. Ja, das wäre eine Idee, ja. Wo ist es? Auch so ein Säufer. Na, mit den Säufern quatsch mal jetzt. Ja, nicht. Ja, aber wir werden schon noch mit dir reden. Mir gegrüßt, abenteurer Kollege. Hallo, mein Herr. Das ist kein Mann, das ist ein altes Gardinenregal. Das bin ich nicht. Ich bin ein angesehener Barbe. Und meine Schwester spielt die Zugposaune auf einem Fahrrad. Der Zwerg nervt. Wir sind Abenteurer auf einer Quest nach einer Statuette und... Ach, was für eine zauberhafte Quest, eine Statuette. Das schreit ja förmlich nach einem Lied. Die Worte liegen mir schon auf der Zunge. Statuette, das reimt sich mit der Kokette, nette Baguette, Quartette. La 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 la, meine süße Kokette, sei eine nette. Schnapp dir ein Baguette, suche mir eine Statuette zum Klang dieser Quartette. Es macht mich wütend, wenn er singt. Chrom hasst Lieder.
außer Schlacht rufe. Mir gefällt es. Es erinnert mich an meine Freunde in Folanaria. Kein Wunder bei deinem miesen Geschmack. Oh, schwieriges Publikum. Ja, ich würde sagen, deine Stimme. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, was denn? Uns zurückzuziehen. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Okay, dann machen wir jetzt schon. Okay. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.